Also. Ah, gut, wird richtig angezeigt. Jetzt ist er da. Dürfen uns leider gerade dran nicht drehen. So, komm her. Hau, hau, Eisfeu. Hey, so war das nicht geplant. Terex Rüstung ist beschädigt. Und da ist der Level Up, sehr gut. Du hast das gleiche Problem wie Gierungshelm. Du bist beschädigt, aber machst dadurch nichts wirklich schlechter. Du. Vitalität, Wahrnehmung, Macht, Macht. Bestätigen. Du. Vitalität, Wahrnehmung, Macht, Macht. Bestätigen. Du. Vitalität, Geist, Magie, Magie. Bestätigen. Vitalität, Geist, Magie, Magie. Also wir haben eigentlich nur zwei Arten von Stufenaufstiegen. Die Krieger-Stufenaufstiege und die Zauberer-Stufenaufstiege. Und ich sehe auch nichts, was momentan wirklich dagegen spricht. Okay, jetzt noch die Fähigkeiten. Du. Genau, einen Dolch hätten wir uns sparen können. Feuermagie. Hm? Kann jetzt Experte werden. Gegen von euch gewirkte Feuerzauber werden 10 Widerstand gegen Feuermagie der Ziele ignoriert. Okay, praktisch. Hast noch einen Fertigkeitspunkt, den ich nicht auf Feuermagie setzen darf, weil ich noch keinen Expertenlehrer gefunden habe. Ich glaube, das ist auch neu. Also vorher konnte man, glaube ich, über die Grenze rübergehen und man hat den Bonus halt erst bekommen, wenn man den Lehrer gefunden hat. Jetzt aber, gar nichts. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Punkte über, um uns mal auf was anderes zu konzentrieren, wie zum Beispiel Mystik für Memana. Jo. Was machst du eigentlich auf Expertenrang? 5% mehr, auf Meisterrang 10% mehr. Was nehmen wir? Bestätigen. Du. Erdmagie. Kannst es auch auf Expertenrang bringen. Mhm. Dirk, kannst deine Axt auf Experte bringen. Hast jetzt zwei Punkte, wo du nicht weißt, wo sie hinpacken musst. Deswegen packst du sie in ein Schild, weil wir da ein schönes Schild haben, das du nur tragen kannst, wenn du Experte bist. Bestätigen. Und du kannst es nicht steigern, ne? Das kennen wir gerade. Du könntest jetzt die Armbrust hochbringen. Du hast drei Punkte. 1, 2, 3. Könnte nächsten Stufenanstieg was werden. Gibt es denn was anderes, was du lernen wollen würdest? Zwei Waffen. Ich glaube, es ist sogar wichtiger, weil so häufig schießen wir ja nicht. Okay, weil ich mich dementsprechend bewege. Wenn ich mich anders hinstellen würde, anders positionieren, dann würden wir auch häufiger mit den Armbrüsten schießen. Jeder Punkt in Armbrust bringt was? Angriffswert und Schaden. Ja, nee, komm, das lassen wir so. Ich will die Armbrust leveln. Also raus. Bestätigen. Gute. Something's coming our way. Be ready. Hinten sind noch ein paar Spinnen. Da sind die Brigands. Warum haben wir jetzt schon bei ihr die großen Tränke angezeigt? Oder bei ihm? Moment mal. So haben wir nicht gewettet. Ziehen jetzt die kleinen hier mal rein. Bei jedem Char. Damit wir nicht aus Versehen im Reflex einfach das rote Ding anklicken, wenn wir uns heilen wollen und dann rumschreien, dass wir viel zu teure und zu gute Tränke benutzt haben. Ups, falsch rum. So. Kommt her, kleine Spinnen. So zum Beispiel können wir die Armbrust mal benutzen. Schöne Vorführung. Sehr schöne Vorführung. Husch, du hast keine Zauberpunkte mehr. Du hast keine Armbrust, weil wir die ja... ja, okay, ich verteidige dich. Armbrust, Armbrust, Eis. Verteidigen. Kaputt, kaputt. Du darfst nicht hauen. Du darfst mit deinem Fokus hauen. Das meinte ich da. Hauen, hauen. Verteidigen.
Wir hätten einen Speer kaufen können. Verteidigen. Hauen. So. Sieht interessant aus. Wir sollten aber auf jeden Fall vorher schlafen. Also rasten. Was hast du mit deinen Reisen immer, Gerugon? Du bist komisch. Wir wollen nicht reisen. Wir wollen töten und plündern. Auch Kisten. Improvisierte Armbrust. Gold, Gold, Beute. Also magisch ist es auf jeden Fall schon mal. Da geht es nicht weiter und da ist eine Banshee. Zwei Banshees. Ich weiß, Banshees sind böse. Sie waren zumindest früher mal richtig böse. Und zwar, weil sie jemanden stunnen konnten. Das konnte man nur umgehen mit einem gewissen Zauber. Und den gewissen Zauber haben wir zurzeit noch nicht. Also sollten wir das echt lassen. Machst du irgendwas? Gesegnet. Alle Gruppenmitglieder erhalten 10 Glück. Ich sehe hier aber nichts, außer da hinten in der Kiste. Und da Brigands. Ich glaube, die Parkanlage hier ist auch neu. So richtig schön mit diesen kleinen Steinen da um die Bäume rum. Hat was. Oh. Wer bist denn du? Du siehst nicht gefährlich aus. Es gab einen Banditenangriff. Wir sind immer noch mit Aufräumen beschäftigt. Die Straße nach Seehafen ist einstweilen geschlossen. Okay. Da ist Seehafen. Das da. Nicht wirklich weit weg. Aber unsere Helden wollen wohl nicht hier diesen kleinen Bach überqueren. Aber wir haben hier eh noch ganz viel hier zu tun. Also, plündern. Improvisierte Armbrust. Sehr gut. Du nimm die improvisierte Armbrust. Das kommt weg, 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 das wird infiziert. Das kommt weg. So, das war das komische Gebäude, was aussah wie eine Bank. Oh, und ein Teleporter. Ich weiß, was das für ein Teleporter ist. Oh, was? Weg mit dir. Hauen Eis. Ja, der Teleporter. Ich konnte ja schon mal in den zweiten Akt reingucken. Deswegen weiß ich, wo der hinführt, aber ich werde jetzt nichts spoilern. Das mache ich nachher schön mit euch zusammen, wenn die Story soweit ist. Wow. Du siehst ganz schön angeschlagen aus. Was ist mit dir los? Du Feuer. Hauen, hauen. Du. Du bist betäubt. 3 Runden lang betäubt. Abhängig von ihrer Vitalität kann sie den Zustand schneller überwinden, solange sie handlungsfähig. Was? Solange ist sie handlungsunfähig. 3 Runden. 1, 2, 3. Ja, dann ist nicht mehr betäubt. Der Teleporter ist verlockend. Nur mal kurz reingehen? Hey. Ah, ich darf noch gar nicht reingehen. Okay. Hätten sie den Teleporter ruhig wegmachen können. So ist er viel zu verlockend und frustrierend. Wie eine unsichtbare Wand, wie hier zum Beispiel. Hier noch irgendwo Kisten. Hier nur der Brunnen. Nichts geschieht. Okay, dann hauen wir erstmal die Brigands da vorne weg. Denn ich würde gerne einmal... Oh, Angriff. Ich würde gerne einmal um das Gebäude rumgehen, um da hinten hinzugehen, wo ich eben gerade nicht hingehen konnte. So, kommt her, Jungs. Du hast neue Zauber bekommen. Kurz gucken, was dabei war. Gefrorener Boden. Musch. Feuer. Schießen. Schießen. Eis. Feuer. Ja, ist echt praktisch. Vor allem, wenn es auch mehr sind als nur 2. Dann rentiert sich es umso mehr, weil dann 3 Gegner sich halt nicht bewegen können eine Runde lang. Abwehren, hauen, hauen, hauen. Weg mit dir.
Schlafensagen, sagt er. Obwohl, wir können einfach mal einen davon und einen davon. Wenn wir jetzt schon die besseren Tränke bekommen, und davon haben wir jetzt schon drei, dann sollten wir die alten auch mal verwenden. Denn ich denke mal, wenn wir jetzt länger weiterspielen und irgendwann Stufe 10 sind und dann einen von denen trinken, bringt das fast gar nichts mehr. Also sollten wir sie verwenden, solange sie noch einigermaßen Sinn machen. So, Wolf, sehe ich schon mal ein, zwei. Spinne Akkut eventuell auch. So, du kommst zuerst. Okay, komm her. Okay, das ist vor uns. Du, das da. Das da. Das da, das da. Wag dich ran. Okay, ihr steht jetzt hier auf dem Feld vor uns. Verteidigen. Hauen. So, hier standen wir eben gerade auf der anderen Seite. Das heißt, wir können jetzt den Wolf rauspicken. Ist das da hinten eine Tür oder so? Hauen, hauen, Eis, Feuer. Und weiter. Gleich den nächsten. Ja, das sieht aus wie eine Tür. Oh, das ist definitiv eine Tür. Sehr gut. Hauen, hauen. Weg mit dir, weg, weg. Weg mit dir. So, du. Obwohl, das könnte jetzt wieder so eine Trollhöhle oder Schattendrachenhöhle oder sonst was sein. Ich glaube, hier schlafe ich mal richtig. Damit er auch genug Zauberpunkte hat zum Wegschubsen zum Beispiel. Hallo? Ich glaube, das Spiel will mir sagen, ich soll eine Pause machen. Aber erstmal gucken, was da drin ist. Und der Buff ist immer noch da. Okay. 5 Runden noch. Ist nicht viel. Wahrscheinlich werden wir jetzt in einem Raum auftauchen, wo 2-3 Felder vor uns ein Gegner ist. Wie beim Schattendrachen. Was gab es da noch? Also es gab 2 kleine Höhlen mit Trollen drin. Wovon jetzt in der einen Höhle... Oh. Wo ist keine Trollhöhle? Wo ist eine mysteriöse Krypta? Mit einem Druckplattenrätsel. Stopp du. Nimm, da. Du machst kein Licht. Ermöglicht 37 Runden lang bei Dunkelheit zu sehen. Wir können nichts sehen. Du? Du hast kein Fackellicht gekauft, ne? Nee. Du hast auch nicht den hellen, den anderen Lichtzauber gekauft. Nein, hast du nicht. Goodie. Ah. Ich sehe Licht. Fackel in. Fackel an. Also ich bin hier raufgetreten und die drei haben sich bewegt. Also die anliegende linke Säule hat sich nicht bewegt. Wenn ich jetzt hier rauf trete, werden sich alle Säulen bewegen, außer die da. Richtig. Das ist jetzt nicht gut. Die sind alle wieder weg. Wie viel Drehung brauchst du denn? Das ist nicht gut. Ich glaube, das war vorher einfacher gewesen. Oh, warte mal, schaut gut aus. Haha! Darf jetzt nur nicht darauf treten, ne? Doch, okay. Heilige Sandalen. Alles plündern. Das sind ihre Sandalen. Die sehen so ähnlich aus. Aber schön. Schöne Überraschung. Also ich erinnere mich an das Ding vom ersten Akt.
Aber da bin ich einfach nur wild im Kreis gelaufen. Diesmal konnte ich sogar einigermaßen nachdenken. Oh gut, raus. Eine Sache mehr zum Identifizieren. Und jetzt... wir können gleich mal in das Haus hier reingucken. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass wir da erst später rein dürfen. Da werden jetzt irgendwelche Leichen vor der Tür liegen. Und wenn wir versuchen reinzugehen, ist da ein Beamter, der sagt, nö, ihr dürft hier noch nicht rein. Und dann später, wenn wir im Leuchtturm waren, dann kriegen wir einen neuen Auftrag und dann können wir da rein. Und wenn wir das Ding leer bekommen, sind wir auch schon im ersten Akt durch. Also, aber der Leuchtturm dauert auch ein bisschen und wir haben hier noch optionale Geschichten. Also ich werde nicht durch den ersten Akt durchrushen. Wir wollen schließlich auch gut ausgerüstet sein, wir wollen genug Erfahrungspunkte haben, wir wollen die richtigen Zauber haben und so weiter und so weiter. Wenn wir in Akt 2 nicht sofort irgendwelche Probleme bekommen. Aber ich denke, jetzt ist erstmal Zeit abzuspeichern. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder.